Testy Boy, Kuss, Bruder, vielen, vielen, vielen Dank. Simon, ey, erstmal haut mal Herzen mit in den Chat. Haut mal alle Herzen in den Chat, er haut einfach einen 70er raus. Haut mal Herzen in den Chat, vielen, 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 vielen Dank. Simon, erstmal, Bruder, du bist verrückt, bitte donate nie mehr so viel. Das hätte auch 10 Euro gereicht. Bruder, das hätte auch 5 Euro gereicht. Bruder, das hätte auch einfach einen Kuss gereicht. So, Simon, hast du einen Tipp für kleinere YouTuber, wie man größer wird, beziehungsweise wie man mehr Reichweite bekommt? Kuss geht raus und raus aus dem schönen Kiel. Also, Tipp Nummer 1, hier 70 Euro donaten und dann halt fragen. Schon mal ein guter Tipp, Nummer 1. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testy Boy. Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's um etwas, was ihr schon mal auf meinem Kanal gesehen habt. Und ich war positiv überrascht eigentlich von dem Gerät. Und deswegen dachte ich, ich probiere noch eins aus. Und zwar geht's heute um ein Huawei P30 Fake. Das Paket hat richtig lange gebraucht. Also ich habe wirklich Ewigkeiten gewartet, bis das Paket angekommen ist. Ich habe vermutet, dass es beim Zoll hängt und ich schön Zollgebühren nachzahlen darf. Aber nein, es ist so bei mir angekommen. Und zwar, wie ihr hier seht, vom Zoll befreit. Das ist aber geil, Alter. Das ist aber geil. Man muss allerdings sagen, auf der Beschreibung für den Zoll steht drauf E-Book. Also die haben so ein bisschen getrickst anscheinend, aber für mich ja gut, weil ich musste keine Zollgebühr bezahlen. Ich würde sagen, wir gucken in den Karton. So sieht das Ganze aus. Das Handy in Luftpolsterfolie verpackt. Auch hier wieder eine Schutzhülle bei. Wirklich geil. Dann haben wir noch den USB-Ladeadapter, das USB-Ladegerät, die Bedienungsanleitung und wieder mal schöne Kopfhörer und auch ein SIM-Karten Stiftdingsbums, um das Fach zu öffnen. Uff, Alter! Packen wir das Handy aus. So sieht das Ganze aus, schon mal sehr vielversprechend. Auf der Rückseite wirklich wie ein P30 mit der 4-Linsen-Optik, hinten ein Fingerabdrucksensor, obwohl hier vorne auch Fingerabdruck erkannt werden kann. Und wie man wiedererkennt, vorne eine Schutzfolie drauf. Das ist aber geil, Alter, das ist aber geil. Also auch hier wieder super geil, dass der Hersteller an sowas denkt. Oh, also hinten, das sieht wirklich geil aus. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera erkennen kann. Es hat so eine geschliffene Optik, was wirklich geil aussieht. Ich schaue mir das Handy einmal an. Von vorne sehen wir keine Tasten unten, was ich schon mal sehr schön finde. Schön großes Display, liegt sehr gut in der Hand, gewichtstechnisch. Wiegt doch locker eine Tonne. Oben haben wir ein Notch, wenn ich das richtig interpretiere. Zumindest ist die Kamera aus dem Display ausgelassen. Auf der Seite haben wir den Lauter-Leiser-Knopf. Auf der anderen Seite haben wir einmal den Powerknopf und den SIM-Karten-Slot. Da schauen wir einmal direkt rein. Nicht nur der SIM-Karten-Slot ist hier, sondern auch der für die SD-Karte. Auf der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Anschluss, das heißt kein USB-C. Und oben den Kopfhörer-Klinkenanschluss. Auf der Rückseite, wie schon gesagt, ein Fingerabdrucksensor und 4 Linsen plus eine LED. P-Series steht drauf. Und ich würde sagen, Perspektivenwechsel und Attacke. So, let's go. Wie man hier sieht, schon mal spiegelt wieder ein wenig, aber es ist noch im Außenzustand, im, wie heißt das Wort? Ich habe gar keine Ahnung. So, wir starten. Es steht Welcome. So, Startzeit sind wir jetzt schon ungefähr bei 20 Sekunden. Allerdings, wer macht heutzutage sein Smartphone noch aus? So, Startzeit ist schon mal sehr lange. Also wir haben jetzt schon über 30 Sekunden hinter uns. Jetzt startet das Ganze. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt hier unten direkt den Fingerabdrucksensor. Ich würde sagen, alles klar. Ich vermute fast, dass das kein Fingerabdrucksensor ist, sondern einfach nur zum Entsperren. Es ist einfach ein Knopf, wo man lange halten soll. So, was direkt auffällt, wir haben hier tatsächlich Notch. Also zumindest sieht das stark danach aus, was ja wirklich schon top wäre für den Preis, wenn man hier einen Notch-Sensor hat oder ein Notch-Display. Sonst fällt direkt auf, es ist super hell. Also es fällt sofort auf, es sieht wirklich sehr gut aus. Das Bild ist gestochen scharf, wir haben hier anscheinend wirklich eine HD-Auflösung. Wir haben oben den Akkustand, da sind wir jetzt unvorgeladen bei 72%, dann können wir auch direkt hier weitermachen. Wir haben Wi-Fi, Bluetooth, nicht stören, SIM-Karte nicht eingelegt, ist klar. Airplay-Mode, Auto-Rotate, Flashlight,
GPS und Audioprofile, indem wir laut, leise, Vibration und sehr laut einstellen können. Es gibt kein Menü, also es ist so ein bisschen wirklich wie das P30 in dem Sinne, sondern wirklich nur den Homescreen sozusagen. Wir haben schon diverse Sachen vorinstalliert, unter anderem FaceLock, was ich bei dem anderen Handy gar nicht ausprobiert habe. Das werden wir hier auf jeden Fall testen. Vorab gehen wir erst einmal in die Settings und stellen das Handy auf Deutsch, damit wir weitermachen können. Jetzt haben wir das ganze Handy auch auf Deutsch. Wir haben hier die Kamera, die wir direkt einmal testen. Oh, ich bin sehr überrascht. Es sieht wirklich sehr gut aus. Wir machen nochmal den HDR-Modus. Ich würde sagen, Testfoto. Also, wir können mit dem Leiser-Knopf, wie bei anderen Handys auch, schon die Kamera bedienen. Und jetzt, hier sieht man die wahre Geschichte. Und zwar, der Notch ist kein Notch. Und zwar, wie man hier sieht, das Display ist quasi hinter der Kamera einfach. Also, wir haben keinen Notch in dem Sinne, sondern wir haben hier wirklich hier oben den Button sozusagen hinter der Kamera. Das heißt, das Display läuft rundherum und die Kamera ist quasi drüber gesetzt. Wie ich sagen, gucken wir auch einmal direkt in die Innenkamera. Ich mache einmal Testfotos und blende euch die ein. So, was ich jetzt noch eingangs festgestellt habe, und zwar gibt es hier eine Gestensteuerung, die super funktioniert. Man macht Peace. Also die Gestensteuerung funktioniert wirklich. Wir gehen erstmal in die Settings, schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier Bildgröße von der Innenkamera auf 2 Megapixel, ISO auf Auto, Sprachaufzeichnung. Sie können zur Aufnahme des Fotos... Geil. So, jetzt sind meine chinesischen Zuschauer gefragt. Und zwar, Sie können zur Aufnahme... oder also, wie soll ich diese Sprachsteuerung nutzen? Das sind die Fotosettings. Wir haben hier in den Fotosettings noch Belichtung. Können wir noch höher drehen? Dann haben wir den Szene-Modus. Da stellt man klassischerweise auf Dings. Und schauen uns einmal von der Frontkamera die Settings an. Und zwar, wir haben hier auch 2 Megapixel und auch bei den Videoaufzeichnungen keinen Unterschied. Was man jetzt schon mal sagen muss, ist sehr ruckelfreie Kamera. Gehen wir einmal in den Videomodus über. Dies ist das Testvideo von dem Huawei Fake. Auch hier haben wir das. Kommen wir einmal zu den Settings bzw. zu den Eigenschaften dieses Telefons. Wir haben hier das P30 Pro. Android 9.1, 10 Kernprozessor, 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz. Bezahlt habe ich übrigens so viel. Und dafür bis jetzt, super. Turbo-Download ist WLAN plus Mobilfunknetz. Das habe ich auf meinem Handy so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Kommen wir weiter zu der nächsten Seite. Vorinstalliert hier auch schon WhatsApp. Ich glaube fast, ich würde dieses WhatsApp nicht nutzen, sondern mir das neu aus dem Play Store runterladen. Ich würde sagen, wir checken einmal die Performance. Gehen wir mal auf YouTube. So, WLAN ist eingerichtet. Checken wir YouTube. Neue Version von YouTube ist ins... Oh, jetzt müssen wir auch noch den Play Store einmal einrichten. Das mache ich dann auch einmal schnell. Alles soweit eingerichtet. So, während YouTube lädt, würde ich sagen, machen wir einmal den Face Unlock. Oder beziehungsweise den Fingerabdrucksensor. Also hier ist tatsächlich ein Fingerabdrucksensor installiert, der anscheinend wirklich funktioniert. Also Props gehen da schon mal raus. Das werden wir gleich auf jeden Fall erstmal probieren. Weil wenn das funktioniert, dann Jackpot. Muss er jetzt einmal... Also der Fingerabdrucksensor, ohne Witz, funktioniert mega gut. So, ich habe jetzt mein Gesicht eingerichtet. Mein Gesicht eingerichtet, moin. Und jetzt müsste ich ja so und jetzt in die Kamera gucken. Und es funktioniert. Ey, ohne Scheiß, mega. Also, bis jetzt, geiles Ding. Kann man nicht anders sagen. Die Taschenlampe checken wir einmal. So sieht's aus. Ja, klassische Taschenlampe, nichts Tolles. Ich vermute wirklich fast, das können wir jetzt nochmal probieren. Bei der Kamera haben wir ja hier hinten, haben wir angebliche, ich weiß nicht, ob ihr seht, 4 Linsen. Wenn ich jetzt die obere, die Kamera ist diese Linse. Ihr seht das, ich halte jetzt meinen Finger von unten nach oben. Hier passiert gar nichts. Dann auch nicht. Und jetzt, also wir haben hier wieder Fake-Geschichte. Nur die obere Kamera funktioniert. Genauso wie der Notch, der ja leider auch gefaked ist. Das hier sind alles Attrappen. Die drei sind Attrappen. Da passiert nämlich gar nichts. Ich lade parallel schon mal Subway Surfer runter. Das können wir dann nämlich nachher auch schön spielen, um den Performance-Test zu machen.
So, Subway Surfer wird runtergeladen, das heißt, wir können endlich zu YouTube. Ich komme mit der Tastatur nicht so klar. Da bin ich ganz ehrlich. Testy Boy. Gucken wir uns doch mal die Performance an. Ich hoffe, das geht jetzt parallel Download und Video. Wir machen einmal Vollbildmodus. Also hier Performance-Test. Super bis jetzt. Das Display ist auch wirklich gut entspiegelt. Das war bei den anderen Sachen ja... Euer Testy Boy. Willkommen zum nächsten Video am Wish December. Heute geht es um etwas, was... Also hier wirklich gar keine Probleme, was YouTube anbelangt. Der Ton ist gar nicht so kacke, also der Ton kommt nur hier unten raus, nirgends anders, aber ist voll okay. Vergesst den Abo-Button nicht. Daumen hoch vielleicht noch und dann hier unten noch einen Kommentar schreiben, wäre toll. Gut, wir warten einmal auf Subway Surfers und dann geht's weiter. So, Subway Surfer wird installiert und dann würde ich sagen, direkt in den Performance-Test. Let's go, der Hase. Also die Farben von dem Display sind wirklich Chico Belly, also die sind wirklich astrein. Da kann man nichts anderes sagen. Let's go, der Hase. Ich würde sagen, starten wir das Spiel. Schön im Weihnachtsmodus. Also, Touch reagiert astrein, Bild läuft flüssig. Okay, jetzt hat's gelackt. Das checken wir nochmal. Oh moin, ey, bin ich denn zu dumm? Also jetzt läuft es wirklich flüssig. Kann man nicht anders sagen. Auch das funktioniert astrein. Also das Display reagiert astrein. Ich würde sagen, Performance-Test hier auch bestanden. Ja, was sollen wir noch testen? Ich würde sagen, Fazit, let's go. Kommen wir zum Fazit des P30 Fakes. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie gut dieses Handy funktioniert. Wish hat es anscheinend wirklich drauf, Handys zu machen. Das letzte Handy war schon wirklich echt gut. Und dieses toppt das ja auch nochmal um Längen. Wir haben zwar den gefakten Notch, der mich aber nicht sonderlich stört. Es sieht sehr edel aus. Es liegt super in der Hand. Der Face Unlock und der Fingerabdruck Unlock haben sehr gut funktioniert. Reagiert immer super. Ich entsperre es und gucke einmal rein und es ist super schnell entsperrt. Wir haben eine Schutzfolie drauf, die sehr gut ist. Das einzige Problem natürlich, für dieses Handy wird man keine Schutzfolie mehr bekommen. Das heißt, wenn die einmal im Arsch ist, dann feierabend. Wir haben eine Hülle dabei, die können wir vielleicht nochmal schnell raufsetzen, um einmal die Tastgenauigkeit zu testen. Aber auch da vermute ich keine Schwierigkeiten. Ja, sitzt astrein die Hülle. Also auch hier gar keine Probleme. Genau, passt genau ausgeschnitten. Ja, was soll ich sagen? Zubehör, klar, klassisch, wie immer. Also hier würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Kommen wir zur Verarbeitung. Das Handy ist wirklich top verarbeitet. Also es liegt super in der Hand, es sieht super edel aus. Die Optik macht einen super Eindruck. Der Display ist extrem gut durchleuchtet, extrem gute Qualität, gar keine Probleme. Die Schutzfolie ist astrein angepasst. Ja, was soll ich sagen? Kamera, klar, wir haben hier wieder Fake, aber das gehört zu Dings. Rein die Verarbeitung ist wirklich super. Also kann man nicht anders sagen. Deshalb hier 4 von 5 Testies. Ich habe hier kaum noch Wünsche offen, also wirklich top. Kommen wir zur Funktionalität. Also auch hier muss man sagen, Respekt an den Hersteller. Es funktioniert alles perfekt. Es laggt nicht, die Bildschirmhelligkeit ist extrem gut, der Face Unlock und der Fingerabdruck Unlock super, hat super funktioniert. Kameraqualität, ja, kann man sich drüber streiten, werde ich im Schnitt nachher nochmal genauer sehen, aber ich denke, so schlecht wird das nicht sein. Das Bild ist zumindest ruckelfrei. 2 Megapixel, was soll man da erwarten? Ist jetzt nicht das Beste. Wir haben hier sogar den Sensor mit drauf. Also alles top. Performance-Test und YouTube-Sound, alles picobello, hat nichts gesponnen. Deshalb gibt es von mir hier 4 von 5 Testies. Ein 5 hätte ich geben, wenn wir noch USB-C hätten und der Notch wirklich Notch wäre und nicht gefaked. Aber sonst wirklich klasse. Und dann kommen wir schon zu Verpackung und Versand. Ja, Versandzeit war sehr lange, über 4 Wochen. Verpackung war leider auch nicht so geil. Wir hatten zwar einen Karton, was ja primär schon mal gut ist, aber das Handy war in keinem direkten Karton, sondern das Handy war dann in Luftpolsterfolie eingepackt. Deshalb hier von mir 3 von 5 Testies. Das macht im Gesamtergebnis 3,6 von 5 Testies. Also auch hier super abgeschnitten. Was soll ich sagen? Wishsember ist am Start. Ihr könnt das Handy gewinnen. Ab nächster Woche schon die Gewinner in meinen Videos.
Wie das Ganze funktioniert, super easy. Ihr drückt jetzt direkt auf den Abo-Button, haut ein Like für das Video raus und schreibt unten ein nettes Kommentar und schon kommt ihr in die Losbox. Ab nächster Woche gibt's die Gewinner. Falls ihr nichts verpassen wollt, folgt mir auch auf Instagram. Und dann würde ich schon sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder, wenn es wieder heißt Wish Samba. Haut rein, habt einen schönen Abend, bis morgen. Ciao.